war ja bei CNC Holzfräse und da haben wir uns hier auch so einen Porsche ausgefräst. Jo, den werden wir jetzt mal zusammenbauen. Und dazu sind hier so Stege noch, damit das halt auch vernünftig festgehalten wird. Ja, und die werden wir jetzt mal eben kurz hier ausstegen. Und ja, das werde ich dann abschleifen und dann zusammenkleben. Müssen wir jetzt hier noch das alles so ein bisschen gerade schleifen. Und dann können wir gleich unseren Porsche zusammenkleben. Und dann wollte ich mal gucken, was ist das denn hier für ein Durchmesser? 10? Ja, könnte auch eine 8er Gewindestange, könnte ich ja auch nehmen. Mal schauen. Da kriegen wir später hin. Hier sind die anderen Puschen. Müssen wir erstmal alles so ein bisschen gerade fahren. Die ganze Teile hier. Ja, so sieht er bis jetzt aus. Hier kommen natürlich dann noch die Reifen drunter. Aber jetzt hatte ich gerade so gedacht, eigentlich ist mir das hier zu kantig. Jetzt werde ich hier einen 2er Radius dran fräsen und hier unten auch. Und dann sieht die ganze Geschichte dann auch schon wieder geschmeidiger aus. Und mal gucken, ob ich das hier unten auch mache. Das weiß ich noch nicht. Aber mit den Reifen wollte ich das eventuell auch machen, so ein 2er Radius. Und ja, muss ich mal schauen. Also irgendwie werde ich auf jeden Fall noch so ein bisschen rumfräsen dran. So, ich habe die Achsen gemacht und jetzt weiß ich allerdings noch nicht, also theoretisch könnte ich hier noch ein 18er Loch reinbohren und dann die Mutter versenken. Also ich denke mal, dass das vielleicht auch besser aussieht, wenn man das versenkt. Und da wollte ich dann hier noch Unterlegscheiben zwischen machen und dann die halt so anziehen, dass sich die Räder auf jeden Fall noch bewegen. Ja. Also ich sag mal, packen das mal alles so zusammen. Wenn jetzt hier noch die Mutter drauf kommt, das sieht ja nicht so gut aus. Also ich glaube, so im ersten Ansatz, ich glaube, ich werde das auf jeden Fall noch versenken. Weil soll ja auch schön aussehen. Ja. Ja, ich werde das versenken. Ja, ja. Steht fest. Ich habe es nochmal mit 20 nachgebohrt. Also 18 war doch zu klein.
Und ich dachte mir, dann kann man ja besser dann 20 bohren. Dann hat die Schraube da auch gut Platz drin. Ja, jetzt gefällt mir das auch besser, weil jetzt ist das eine Einheit. Das werde ich jetzt alles noch ein bisschen glatt schleifen. Und dann klebe ich das erst zusammen. Da ist er fertig. Also die Innenausstattung, die habe ich weiß gelassen, beziehungsweise in Anführungsstrichen weiß. Und innen die Felgen, die habe ich auch Natur gelassen. Ja, auf jeden Fall gefällt er mir wirklich gut. Well, folks, it's time to kick it old school.